Ich. Alles Gute zum Geburtstag, Adrina! Hallo, Adrina, ich hoffe, das kommende Jahr wird ein ganz besonders gutes Jahr für dich. Ich wüsste nicht, dass ich heute Geburtstag habe. Im System steht tatsächlich 25. März. Sind nur verfügbar, wenn kein Spiel läuft. Was zum... Das ändern wir jetzt erstmal in meinen Geburtstag. Lol. 13. September. Nutzername ist Adrionik13. Sprachausgabe ist natürlich Deutsch. Surround Sound im Land. Deutsche Land? Wo ist denn Deutsche Land, Alter? Es gibt weder Deutschland noch Germany. Gut. Ah doch, hier unten Deutschland. Systemuhr, Spielemünzen. Was für Spielemünzen? 13, Junge. Okay. Alter. Most strangest start ever seen. Alter, was zum Fick. Na gut. Und damit herzlich willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zurück zu Pokémon Y Randomized Underdog Wedlock Challenge, dem längsten Streaming-Projekt, Namen, Titel auf ganz Twitch und YouTube. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Es ist nämlich abends, wie ihr sehen könnt, bei mir 21.20 Uhr. Und ich habe das Mikrofon jetzt hier oben, also direkt da, wo meine Hand ist, da. Also direkt so, dass ihr es nicht sehen könnt, aber nicht hier unten, weil ihr hört anscheinend immer meine Tastatur, was ich nie gemerkt habe, sorry. Habe ich in den VODs erst gecheckt. Und auch bei Hollow Knight merkt ihr meine Tastenanschläge immens. Und das tut mir ein bisschen leid. Deswegen habe ich das Mikrofon ein bisschen weiter höher gestellt, damit ihr meine Stimme zwar noch gut hört, aber hoffentlich nicht meine Tastenanschläge so krass. Ja, wir hatten gerade anscheinend Geburtstag. Das habe ich wahrscheinlich nicht rausgeschnitten. Wenn doch, dann lag es daran, dass ich das im System noch drin stehen habe. Im letzten Part haben wir ja die Mega-Form von Neon bekommen. Richtig cool. Wir haben Neon auch schon die Donnerwelle beigebracht. Ich hätte tatsächlich gute Lust, Neon ins Team mitzunehmen, aber das Level-Cap ist halt 34. Also müssen wir fast schon ein zweites Team machen. Und ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall heute einen passenden Partner für Neon fangen. Wobei ich da natürlich noch keine Ahnung habe. Wir sprechen erstmal mit dem, der hat glaube ich noch was. Ich kann ihn einfach nicht finden, das ist irgendein kurioser Stein. Sag mal, ist das vielleicht der Stein, den ich suche? Besten Dank, für deine Mühen gebe ich dir einen Sonnenstein, damit entwickelt sich bestimmte Pokémon weiter. Oh, nice. In der Tat sieht ihr für niemand viele seltene Steine. Mr. Mega freut sich bestimmt, falls das hier ein Megastein ist. Ja, kann sein. Ja, wir haben richtig krass Mega-Entwicklung und so, ihr wisst Bescheid. Wir haben ja auch ein eigenes Mega-Pokémon, das ist das Bisaflor. Jetzt haben wir sogar zwei Mega-Pokémon, sehr interessant. Ja, jetzt bin ich am überlegen, welches Pokémon wir uns denn fangen. Ich habe mir oft zwar ein paar Gedanken gemacht, aber ich habe mir jetzt nicht wirklich eine Liste dazu gemacht. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen eingrenzen können. Ich würde einfach mal schauen, was ist denn hier in der Nähe. In der Nähe hätten wir Spiegelhöhle. Schwalbini wäre echt gut. Also ein Flug-Pokémon ist eigentlich ein guter Partner, weil du dann die Bodenschwäche auf jeden Fall countern kannst
und die Elektroschwäche von dem Flug-Pokémon. Und meistens, die haben ja noch eine Eisschwäche, die kannst du auch mit Voltenso countern, weil Voltenso kann Feuerattacken. Ja, Gestein ist natürlich sehr schwierig, aber Gestein ist generell ein Typ, der offensiv gesehen sehr, sehr viele Gefahren birgt. Also Stahlflug wäre eigentlich am allerbesten, aber wir hatten noch kein... Soweit ich weiß, hatten wir noch keinen Panzer-Aeron, oder? Boah, das ist natürlich doof. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Wasser wäre an sich auch gut, weil du Boden, Gestein und Eis blocken kannst. Du hast aber als Schwäche Pflanze und Elektro, wovon du Elektro natürlich auch gut kontern kannst. Ja, das ist jetzt natürlich ganz doof. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir kein Panzer-Aeron hatten, weil Panzer-Aeron fliegt in der 6. Gen. Ich kann mich an die Animation genau erinnern, aber ich meine, dass wir diese Animation noch nicht gesehen hatten. Also hier in diesem Playthrough. Bitter. Stolunio und Stolrak hätten wir natürlich auch. Bronzong wäre auch interessant. Bronzong mit Schwiebel. Aber Bronzong hat kein Geschlecht, glaube ich. Das ist das Problem. Das geht nämlich nicht. Wir müssen geschlechtslose Pokémon, dürfen wir nur mit geschlechtslosen Pokémon zusammenbringen. Pelipper und Picolente wären sehr, sehr gute Pokémon. Schuppet. Geist? Naja, Geist gibt uns nicht viel, ne? Demetos wäre natürlich auch super witzig. Hier hätten wir ein Zwarones auf jeden Fall auf Route 8. Scheiße. Kein Panzer-Aeron. Vielleicht Staloboy ist auch gut. Bodenstahl? Na gut, Bodenschwäche, ne? Doppelte Bodenschwäche. Nee, Boden ist da mir jetzt zu gefährlich. Also. Klar, Gestein, Eis. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Und. Oh, ich habe noch gar nicht auf. Hä? Ja. Mein Pokémon im Pokéball und ich so auf der Bank. Ja, nice. Da draußen auf dem Bauernhof, wenn du da auf ein Michikel reitest, wirst du sehen, was den Spaß das macht. Michikel wäre auch cool. Pflanze hätte einige Vorteile gegenüber Boden. Also ja, aber Pflanze selber hat Schwächen wie Feuer, Gift, Flug. Naja, Flug könnte man countern, Käfer. Na, schwierig. Willkommen, dieses Tor führt dich zur Route 12. Schauen wir mal, vielleicht gibt es zur Route 12 ein passendes Pokémon. Mal gucken, Panzer-Aeron wird. Draschel ist okay, aber Draschel dürfen wir nicht fangen, solange es noch nicht shiny ist. Machen wir mal. Ja. Route 12. Draschel. 600. Ganz schwieriges Pokémon. Level 25. Also Level sind schon mal gar nicht so bait an der Stelle. Gar nicht so bait. Sind nicht die most baitesten, wo gehen? Oh, wir haben hier eine Auswahl. Hier haben wir interessante Pokémon, wie ich sehe. Wir haben hier einen Snubbull von Typ Fee. Zurukex. Ja, das ist natürlich ganz toll. Eine Massenbegegnung, ey. Das ist immer ganz schwierig, sowas. Also, Snubbull dürften wir fangen. Zurukex glaube ich auch. Dann haben wir noch ein Zwotronen. Auch sehr, sehr witzig. Abenteuer. Cresselia viel zu stark. Hätte aber, glaube ich, Schwebe, wenn mich nicht alles täuscht. Und Paraguni. Paraguni hatten wir auch schon mit Trombon, ne? Ja, moin. Also, interessant, interessant. Kann man nicht meckern. Definitiv not. Alter, die Encounter Rate ist aber ganz schön hoch hier in dem Grasgebietchen. Noch ein Draschel. Naja. Ja, die Frames sind ja auch am Stissel. Honig. Ah, Honig.
Oh, mach ich mal kurz den Radar an. Hier konnte man Überreste finden tatsächlich, aber dazu brauche ich glaube ich Zerschneider hier. Yep. Ding! Zerschneider ist natürlich so eine Sache, ne? Okay, hier ist nix. Die Azurbucht. Alles, sogar das Leben selbst hat seinen Ursprung im weiten Ozean. Das ist sehr, sehr richtig und sehr, sehr philosophisch. Dieses herzensgute Labros hat mich hier einmal vor dem Ertrinken gerettet. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich es mir nicht leisten kann, ihm die große, weite Welt zu zeigen. Ein starker Trainer wie du, der sogar den Raufohren besitzt, hat da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Würdest du dich aber dazu bereit erklären, meinen Labros mit auf die Reise zu nehmen? Warte, es sieht aus, als könntest du keine Pokémon, aber dann kannst du später holen. Labras? Labras ist halt ziemlich basic, ne? Okay, da sind auch sehr viele Pokémon dabei. Machen wir mal ein G. Labras. Dann hätten wir noch Ambidiffel. Jungblut. Alter, schon wieder so eine Massenbewegung, ey. Flurmel. Geronimatz. Und Taubsi. Geronimatz wäre tatsächlich ganz cool. Flug-Pokémon und so. Hat auch Kampfattacken. Also kann sich gegen Eis und Gestein doch wehren. Schwierig. Ich glaube, für Elektro haben wir nicht den besten Partner. Weil wir hier nur Draschlauf. Das kann ja nicht wahr sein. Normalerweise gibt es hier doch mehr Pokémon. Also nur Draschel ist ein bisschen. Ein bisschen wenig. Monsnit, ha? Gut, setzen wir noch mal als Surfer ein und checken mal das Wasser ab. Route 12 kann natürlich ein sehr, sehr langer Eintrag werden. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Trainer möchte ich so gut es geht vermeiden, weil wir ja echt schon overleveln. Teilweise. Okay, hier geht's richtig weit rein. Ja. Okay, hier gibt's nicht viel. Außer Pokémon hoffentlich. Schauen wir mal, was es hier für Pokémon gibt. Ein Xatu! Xatu wäre cool. Ist halt kein Stahlflug, aber Rioflug. Boden. Es hat halt noch Unlicht zusätzlicher Schwäche und Unlichtgeist. Ne? Ganz schwierig. Ganz schwierige Sache. Aber Xatu könnte man. Xatu im Wasser. Was? Ich mag es irgendwie nicht, dass der fliegt. Wieso können wir nicht flüchten? Mann, sollte eigentlich entspannt werden, aber irgendwie fühlt sich das ein bisschen unsatisfying an, gerade hier so zu suchen. Vielleicht sollten wir einfach weitergehen. Ich weiß nicht. Aber dann verpassen wir vielleicht was. Ja. Naja, gut. Dann. Lass uns weitergehen. Ich glaube, hier wird nichts mehr. Vielleicht ein Zertrümmerer. Am echten Zertrümmerer im Team? Ah ja, du. Okay. Ja. Also. Da ist übrigens die Überreste. Die liegt da. Da kommen wir aber, glaube ich, nur mit Zerschneider ran. Und das möchte ich jetzt ungern jemandem beibringen, bin ich ehrlich. Hier haben wir die Mehikel Farm. Ich liebe meinen Mehikel so sehr. Ich kann seine Anziehungskraft einfach nicht widerstehen. Vielleicht kannst du anhand dieser TM verstehen, wie ich mich fühle. Anziehung. Ja, okay, kann man machen. Wenn ein Pokémon des anderen Geschlechts unter dem Einfluss der Anziehung steht, verlebt es sich gerade eventuell nicht an. Während du auf einem Hügel reitest, kannst du keine auf dem Boden liegenden Items aufheben. Das verspreche ich auch allen guten Manieren. Ja, sich so runterregeln tut, glaube ich, sowohl dir als auch dem Hügel weh. Ja, und hier können wir tatsächlich auf einem Hügel reiten. Ja, das war das ganz Coole. Die können aber nicht über Stufen. Also Stufen ist für die eine Grenze. Was sie aber können, ist hier drüber. Und das finde ich sehr, sehr cool. So, und hier ist, glaube ich, kein Item. War hier nicht mal eins?
Ah, hier ist eins irgendwo. Ah, nee. Hä? Ah, da im Wasser. Ah, okay. Da kommen wir dann auch nochmal irgendwann hin. Und da auch. Okay, merken wir uns. Neben dem Angler. Oh, shit. Man kann hier rüber, ne? Okay. Ah, hier ist ein Trainer. Bitter. Hier wäre ein Resladero. Kampfflug. Ist, glaube ich, ganz cool mit Storm zusammen. Müsste auch mein männliches Resolero sein, ne? Und der will uns nicht flüchten lassen. Ja, aber Schlattero hatte ich im Playthrough auch noch nicht. Wäre bestimmt witzig im gelben Gras. Alter, hier gibt es so viele verschiedene Orte, wo ein Pokémon sein kann. Das ist natürlich schwierig. Schwierig, schwierig. Ein Akani. Akani ist sick. Da würde ich gerne echt fliehen. Tank! Ja, komm, willst du vielleicht mal abhauen? Nein? Okay. Ja, Kani hat schon gut Aua gemacht. Gut Aua gemacht. So, erstmal heilen. Ah, bevor hier Schlimmeres passiert. So. Ja, müssen wir. Achso, die Miegel können wir nicht nehmen, aber die können wir nehmen. Hallo? Hallo? So, jetzt. Okay. Den einen haben wir zurückgelassen. Springen wir mal darüber. So, was ist das denn für ein Item? Ein Leuchtstein. Nice. Sehr schön. Die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nope. Gut, dann. Irgendwo konnte hier hin. Genau. Das ist, glaube ich, ein Duftbeutel oder so. Ne, Sahnehäubchen für Flauschling und Sabayone. Finde ich Parfi und Parfiness irgendwie cooler, bin ich ehrlich. Aber das finde ich auch weird, dass du da einfach rüber kannst. Aber das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Du kannst halt. Ja. Wir haben jetzt quasi ein Vehikel ausbrechen lassen. Ja, wie gesagt, Trainer würde ich gerne vermeiden, weil wir unser Level ist halt eh schon so. Safcon, Alter. Dass ich mir sowas aufschreiben muss, ist ja schon lächerlich eigentlich, ne? Safcon. Safcon. An dem einen Trainer werden wir aber nicht vorbeikommen, glaube ich, ne? Ohne weiteres. Nope. Der muss gemacht werden. Tja, Pech gehabt. Meine Käferungen sind heute besonders gut in Form. Könnte man den mit dem. Mit dem Vehikel umgehen? Ich weiß es nicht. Ineko ist das erste Pokémon. Ja, sollte kein Problem sein, weil Ineko leider echt nicht gut ist. Schade. Wir haben aber. Wir haben unser Ineko gut durchgekriegt, ne? Muss man ja mal sagen. Ineko sieht aber auch cool aus. Das ist ein schönes Pokémon auf jeden Fall. Teddy Ursa. Ja, keine Ursache. Teddy Ursache. Da müsste ich, glaube ich, sogar auf dem Rasierblatt gehen. Der könnte das sogar überleben. Oh, sogar echt gut. Loku. Hey, die Ursa ist auch cool. Der Mond sieht halt so schön aus, ne? Stellt euch so eine Unlichtversion vor, wo das Unlichtsymbol dann drauf ist. Das wäre cool. Das wäre doch echt mal ein cooles Ursa-Ring. Dings. Didene. Ja, ist leider auch machbar, weil Giftattacke gegen Fee, ne? Ah! Ah, nicht zu voreilig.
Da kommt noch eine Paralyse raus, aber die kriegen wir auch. Armes Dedenne. Ei, 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 da hat es sogar überlebt. Okay. Jetzt macht der Voltwechsel, aber das macht keinen Schaden. Weil wir Evelit haben und Resistenzen. Und Kritik sogar. Ja, das Dedenne hat alles gegeben. Ja. Da hast du Glück gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute offenbar noch nicht so gut in Form. Deswegen habe ich auch andere Pokémon eingesetzt. Lau. Ich würde gerne mal die Paralyse wegmachen. Das ist mir... Ich hasse Paralyse. Das ist ein unangenehmer Status-Effekt. Genau. So, hier wäre nochmal ein Trainer. Hier wäre nochmal ein grünes Gras. Wo nichts ist, okay. Aber hier sind Pokémon, oder? Ah, schon wieder so eine Massengenung, die wir schon hatten. Nichts Neues. Nichts Besonderes. Leider, leider. Krakelo. Toll. Krakelo. Eieiei. Ich würde sagen, wir holen uns einfach einen Iglo und fahren damit vorbei. Weil ich echt keinen Bock habe, diesen letzten Trainer zu machen. Können wir damit wilde Pokémon eigentlich umgehen? Wir können auch den Trainer umgehen, tatsächlich. Das ist ja witzig. Okay, hätte ich mal vorher wissen können. Bam. Okay, da kommt ein Pokémon. Bin gespannt. Ein Arbok. Alter, die Liste wird... Also Route 12 ist eine ultra lange Liste. Ein Zertrümmerer. Arbok. 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 Na? Ja, möchte ich jetzt aber nicht. I don't want this. Eisteiler. Sorry, wenn ich so viel gähne, aber irgendwie ist das gerade echt langweilig. Mann, oh Mann, oh Mann, ich hätte doch einfach nur gern ein cooles Pokémon. Pokémon, Pokémon. 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 Tentoxon. Ja. Tentoxon. Ebenfalls im Wasser. Ist auch ganz cool. Alter, Flecki kann überhaupt nicht fliegen. Ein Toxer wäre aber leider auch nicht so gut mit, jetzt können wir gar nicht mehr fliehen, oder was? Ach, mach doch nicht diesen... Okay, diesen Toxer wird langsam... Tatsächlich sehr gefährlich. Okay. Kannst du mal aufhören? Mann, oh Mann. Where is it?
Alter, der Kampf war immer nur anstrengend. Oh! Fleckin will sich doch auf Level 32. Ich wusste es. Das heißt, wir erleben jetzt die finale Entwicklung in unserem Team. Ich muss ganz kurz die Pokémon hier updaten. Okay, das Wieselfloss ist ein bisschen klein. So, oder? Ja, das passt. Wunderbar, haben wir ein Bisaflor. Blättertanz, ja moin. Würde ich, glaube ich, für riesige Deckel machen, weil Rasierblatt ist mir da doch irgendwie noch eine safe Variante. Alter, Blättertanz, ich glaube es ja kaum. Blütenwirbel fände ich jetzt cooler. Weil das... Warum ist Blütenwirbel eigentlich physisch? Egal. Ja, Entwicklung ist da. Damit ist der Evolit nichts mehr wert, aber Leute, wir haben ein Bisaflor-Need. Und das ist doch schon mal eine deutlich starke Bereicherung. Dampfwalze kann der jetzt auch. Okay, sehr, sehr nice. Ich will mir überlegen, ob ich es ihm beibringe. Ja, doch. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Coverage. Frage ist halt nur für was? Rasierblatt? Oder Blättertanz? Eigentlich würde ich es, glaube ich, für Rasierblatt verlernen lassen. Weil Blättertanz ist halt schon nice. Du wirst Pflanzenattacken sowieso nur dann einsetzen, wenn sie effektiv sind, normalerweise. Und dann kann der Blättertanz ja auch richtig reinrödeln. Von mir aus. Ja, ist doch ganz stattlich, was wir hier für ein Team haben. Muss man ja mal ehrlich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Team ab. Alter, ist ja mega anstrengend. So. 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 Ja, läuft doch, läuft doch. Wenn das mal kein Pokémon-Team ist, Leute. Alter, einfach mal so ein Bisaflor mit Megastein, by the way. Und das ist beides random gewesen. Komplett dumm. Wasserstein, ja, war klar, dass es den hier gibt. So. Dann schwimmen wir nochmal ein bisschen rum. Wir können ja da weiter hinter schwimmen und dann kommen wir an einem anderen Gebiet, die Azurbucht. Die gute alte Art zur Bucht. Und hier finden wir als erstes passenderweise einen Stern, du. Hier gibt es sehr viele Wasser-Pokémon. Finde ich sehr interessant. Ist doof, dass wir hier Feuer-Pokémon vorne haben, aber eigentlich dachte ich bei einem Randomize wären nicht so viele Wasser-Pokémon da. Ich würde eigentlich, so wenn es geht, keine Träne herausfordern. Als ob du mich... Als ob du mich da noch gesehen hast. Ich bin eine wahre Wasserexpertin. Wassermarsch. Als ob du mich da noch gesehen hast. Deinen Anblick habe ich ja nichts. Ein Ibitak. Ich glaube, es wird wohl auf Resladero hinauslaufen. Aber irgendwie habe ich gerade überhaupt keine Lust, Pokémon zu fangen. Bin ich ehrlich. Okay, Funkenflug. Beams. Und nochmal. Ja, dankeschön. Toller Spiegeltrick an der Stelle. Wird mein Funkenflug einfach nur stärker. Cool. Hä? Das war sehr schlecht von dir. Leider kriegen wir da ein Level up. Möchte, wenn. Hört sich doof an. Ne? Leider kriegen wir ein Level up. Aber wie gesagt, Level Cap ist 34. Und irgendwie möchte ich da jetzt nicht gegen Trainer kämpfen. Okay, was ist denn hier los? Aha.
Hier kann man wieder ein richtig schlechtes Foto machen. Geil. Wie kommt der Kamerakauz hier eigentlich her? Ja, dann wollen wir mal, ne? Passender Hintergrund, bla bla, dies, das. Wieso sind wir auf Lapras? Das ergibt keinen Sinn, ganz ehrlich. Ja, egal. Ich mach einfach. Es ergibt keinen Sinn, warum wir auf einem Lapras sind. Ja, nimm deine 100 und lass mich in Ruhe. Ich verstehe das mit dem Trinkgeld immer noch nicht. Hier sollen wir nur Geld ausgeben. Das ist ein Trainer, glaube ich. Du besitzt nicht so viel Megarin. Dann hat diese Stadt also darauf reagiert. Gut, dann will ich ihn dir geben. Ampharos Sneak. Okay. Jetzt kommen ja die ganzen Megasteine. Das heißt, wenn wir bestimmte Pokémon haben, können wir deren Mega-Entwicklung theoretisch auslösen. Die Frage ist, ob wir das sollen oder ob wir uns für die ganze Challenge... Ja, ich würde sowieso sagen, im ganzen Team darf sich nur ein Mega-Pokémon finden. Das ist, glaube ich, fair, weil wir haben jetzt Mega-Bisaflor. Das heißt, wenn wir Mega-Voltenso spielen, müssen wir das Pärchen mit Bisaflor rausnehmen. Oh, Pudox. Pudox wäre auch interessant. Hätte ich auch gerne gehabt. Irgendwann mal. Ist halt nicht so stark, ne? Also ab dem Level, wo wir jetzt sind, wird Pudox relativ schnell wieder abfallen. Aber das wäre eigentlich an sich kein Problem. Immer noch Pudox. Meine Güte. Gibt's auch andere Pokémon? Pokémons. So, ich würde gerne zu dieser Höhle da vorne. Die aber anscheinend echt weit weg ist. Was ist denn hier los? Oi, oi, oi. Ah, das ist ja absolut nicht spannend hier heute. Sorry dafür, ne? Für alle, die sich das reinziehen. Das ist, glaube ich, so ein richtig schöner Part zum Entspannen. Okay, ab in die Höhle. Aber hier ist doch bestimmt noch ein Alm. Oh, ist ein Trommererstein. Das wäre auch eine Sache, wo ein Pokémon drin sein könnte. Was könnte drin sein? Ein Pokémon? Panzer-Eron, das wär's. Panzer-Eron. Megalon, okay. Megalon. Im Zertrümmerer. Megalon. Ist ein interessantes Pokémon. Kann man machen. Megalon wäre auch interessant. Habe ich auch noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, wie sich das im Spiel anfühlen würde. Wir haben hier eine Wassertafel. Sehr gut für Wasser-Pokémon. So, machen wir nochmal Zertrümmerer. Kommt nochmal ein Pokémon. Cool. Was ist es diesmal? Ein Kecleon. Kecleon wäre auch cool. Kann halt ziemlich jede TM lernen, gefühlt. Also kann richtig viele. Aber ist halt leider nicht so stark von den Werten her, ne? So, Meerestitanenhöhle, da kann man später, glaube ich, Lugia fangen. Oder ich weiß nicht genau. Irgendein Pokémon kann man da fangen, irgendein Legi. Ich glaube, es war Lugia. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Hier ist nix. Als ob hier nix ist. Finde ich jetzt doof, dass man hier nicht rauszoomen kann. Gewusst wie? Die Feuerattacke ist erlaubt, aber doch glatt selbst am Rücken des Pokémon zu angeln. Schon gewusst. Okay, das ist sehr witzig. Herzschuppe. Aha. Hier ist nichts, oder wie? Ah ja. Tauchball. Cool. Machen wir jeden Stein einmal kaputt und schauen, was drin ist. Herzschuppe, sehr schön. Damit, also Herzschuppen-Moves haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Wir müssten jetzt mindestens 3 Herzschuppen haben. So wie ich das richtig mitgezählt habe. Herzschuppen sind sehr wichtig. Wo ist eigentlich der Herzschuppen-Typ? Auch ein Frescora, glaube ich. Ja. Das ist in der Gen leider wieder etwas später als sonst. Ja, naja. Finde ich eigentlich auch besser so. Du hast halt hier saustarke TMs. Also da nochmal Herzschuppen-Moves zu haben, ist natürlich immer so... Macht das Spiel jetzt nicht gerade schwieriger, wenn man ehrlich ist. Also ist vielleicht ganz gut, dass die Herzschuppen-Moves später kommen, aber der Attackenfall-Lerner, den hätte ich halt echt gern früher gehabt.
Das ist halt bei Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli und dann in der 8. Gen so gewesen, dass du die quasi im ersten Pokémon-Center schon hattest. Das fand ich ein bisschen weird, aber wenn du da halt einfach keine Herzschrumpf findest vorher, ist das ja trotzdem balanced, ne? Und Attacken verlernen ist eigentlich ein gutes Grundrecht, wie ich finde. Also hört sich jetzt krass an, aber meiner Meinung nach ist das echt ein Grundrecht, weil ich finde es schwierig, die Monster nicht anzupassen. Was zum Teufel? Im Gras ein Folipur, das ist natürlich sehr interessant. Das hatten wir nämlich schon. Wir haben gerade ein Folipur im Team, legit. Finde ich irgendwie cool. Passt aber auch irgendwie. Das ist ein sehr idyllischer Ort hier. Ein Abisszahn. Ich habe noch nie einen Abisszahn oder eine Abissplatte benutzt. Im Kreuzschere. Oh. Oh, die kann, glaube ich, Folipur sogar, oder nicht? Alter, das ist eine starke TM. Oh, wie nice. Ich meine, wofür bringt das? Käfer ist nur gegen was effektiv? Gegen Pflanze? Da haben wir ja Eros. Gegen was ist Käfer noch effektiv? Gegen Psycho. Dagegen haben wir nicht wirklich eine Schwäche. Mhm. Und gegen Unlicht. Dagegen haben wir auch keine Schwäche. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall. Kreuzschere ist ein guter Coverage-Move. Aber ich finde Eros da ein bisschen cooler. Noctuska. Oh mein Gott. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes oder sehr, sehr interessantes Pokémon. Ey, wir könnten hier legit eine Monolog mit Pflanze machen. Wir haben so viele Pflanzen-Pokémon zur Auswahl. Cool, dass es hier beides gibt, by the way. Abyssplatte und Abysszahn. Also, das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Ne? Einfach mal nur Pflanzen-Pokémon. Mauzi. Oh mein Gott. Mauzi ist jetzt nicht so krass. Wäre aber eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Persian, ne? Also Stabilität heißt es, glaube ich. Hier konnte man Absol fangen im normalen Playbook, glaube ich. Also im Unrandomized. Alles klar, Milouette. Milouette ist natürlich so eine Sache, ne? Stark. Aber ohne Shiny nicht drin. So, einen machen wir noch. Ein Pokémon encountern wir noch. Mauzi, okay. Ja, Gausel ist nicht so krass. Aber es geht. Es sind interessante Pokémon dabei. Also, Noctuska wäre auf jeden Fall so ein Mon, dass man sich hier auf, in der Azurbucht holen könnte. Vielleicht ein Megalon, aber Megalon ist ja, sehr austauschbar, wie ich finde. Ja, würde ich sagen, schwimmen wir mal wieder zurück. Da würde ich auch glatt den Schutz einsetzen, weil ich glaube, so viele verschiedene Pokémon kommen hier nicht. Ja. Hat ja super gut. Alter, manchmal ist die Steuerung ne, nicht so, wie ich sie möchte. Ich müsste sie einfach mal umstellen, so wie ich sie möchte, aber mache ich halt nicht. So, wir verschwenden erstmal den Top-Schutz. Immer erstmal die Items verschwenden, so gut es geht. Eine interessante Geheimstelle. Okay, hier sind doch safe irgendwo Trainer. Endlich habe ich schwimmen gelernt. Das jetzt erst als Erwachsene. Jetzt fürchte ich mich. Was? Jetzt fürchte ich mich nicht mehr. Schwimmerin Meryl. Meryl? Meryl? Ist das ein weiblicher Name? Alter, das Geräusch von Zapladin ist ja richtig cool. Funkenflug! Bams! Alter, der Move, der knallt da ordentlich rein. Alter, dieses. Das ist schon ein cooles Geräusch. Hooper. Ach du Schande. Hooper müsste Psychogeist sein, ne? Das heißt, Doppelschwäche gegen Unlicht ist natürlich ganz schwierig. Hooper wäre auch so ein richtig. Wobei Hooper selbst. Hat Hooper selbst eigentlich 600 Base? Ich glaube nicht, oder? Doch. Die entfesselte Version hat 680. Okay, alles klar. Du machst mir Angst. Oh, tut mir leid. Trotzdem möchte ich nicht aus dem Wasser. Ich möchte für immer weiter schwimmen.
Gut, da hat wohl jemand was entdeckt. Oh mein Gott, wir sind erst hier. Ich dachte, das hätte schon längst umschwommen. Ei. Ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder zu... Hier geht's nicht zurück. Da hinten wäre noch was gewesen. Ist noch ein Pokéball, den holen wir uns. Pokéball, Pokéball. Oh, da ist noch Gras. Riesenperle, ja gut, ist Gold. Money, 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 money. Money, money, money. Hey, da ist ein Pfeil. Ah, der Pfeil zeigt, glaube ich, Richtung Höhle, ne? Lumanda, oh mein Gott. Lumanda! Können wir auch nicht fangen. Schade, schade, Schokolade. Gehen wir mal in Richtung des Pfeils, aber das müsste dann die Höhle sein. Ja, ist die Höhle. Okay, dann... wieder zurück. Trage uns fort, Helix. Zurück ans Land. Nein. Wie, ich habe noch nicht mal Flug-Pokémon, oder? Nee, habe ich nicht. Kann ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob der Drachenrück tatsächlich zählt. Also, das ist so eine Sache, die ich mir immer noch frage. So. Haben wir quasi alles erkundet, würde ich mal behaupten. Den könnten wir noch ausweichen, den Trainer. Gut, gut. Ja, setz mal das nächste noch ein, weil ich habe echt keinen Bock. Forage Weg. Nice. Oh ne, jetzt, wir können nicht mehr zurück. Aber Tempera City ist am Start. Holo-Nachricht. Okay, das ist ein Bug, glaube ich. Hey Arena, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena heraus. Bereite dich besser gut darauf vor. Vor der Arena. Okay. Das ist natürlich schwierig. Gut, dass wir nicht trainiert haben, sonst hätten wir jetzt wieder overlevelte Pokémon nach dem Arena-Kampf. Elixier. Das ewige Elixier der Jugend. Als ich noch ein Kind war, habe ich in der Azurbucht einen Trainer mit einem tollen Ampharos gesehen. Der Leuchtturm ist ja süß. Ein Auwecker? Okay. Warum ist hier so ein Getränkestand? Eine Maronbeere liegt am Tisch mit einem Memo daneben. Greif ruhig zu. Nimmst du die Maronbeere? Ja. Möchtest du Trinkgeld geben? Ja, ich würde da schon gern was hinlegen. 500, komm. Gönn. Ich lege hier eine Beere pro Tag ab. Okay. Ich habe die ganze Welt bereits in verschiedene Räucherstäbchen gesammelt. Eine Duftesache. Ah ja. Damit können wir bestimmte Sachen machen. Doppeltes Geld, Schräger, Stein. Ja, brauchen wir aber nicht. Können wir. Boah, bei dir können wir Zeug verscherbeln, ne? Ja, nimm mal die Riesenperle, die Perle, Sternenstaub. Vier Herzschuppen haben wir, krass. Okay. 37.000, exakt. Krass. Das ist witzig. So, was, wer oder was wurde hier drin? Ach, diese ganze Herumgrabesitztrainer, das muss doch furchtbar an den Kräften zehren. Was geht? Was meine Frau auch von sich geben mag, nimm es hier bitte nicht zu Herzen. Uns ist der Sinn für Abenteuer längst abhanden gekommen. Im Vergleich zu uns bist du eine wahre Heldin. Oh, Seidenschal. Ich habe meine Frau früher oft mal auch einen Seidenschal mitgebracht, weißt du? Aber den hier darfst du ruhig an dich nehmen, der wird sich sicher nicht als nützlich erweisen. Uff, uff. Kann man hier pennen? Ich kann da sitzen. Aha. Gut, gut.
Sehr interesting. Interesting, beschmästig. Ein junger Trainer, Mannschaft, also was? Lass mich ran, auch du willst dir alle Punkte mit diesem Wasserwürfeln angeln, richtig? Sicher willst du das. Soll ich deine Angel ein? Ich bin Profi-Angler und ich habe mehr Profi-Angeln, als ich jemals auswerfen könnte. Oder? Das ist eine Profi-Angel. Los, wirf sie doch gleich mal aus. Ja, stimmt, damit könnten wir auch nochmal neue Pokémon encountern. Ah, bin ich jetzt auch ein bisschen faul für, ehrlich gesagt. Was geht eigentlich mit dem Kalos-Kraftwerk vor sich? Die Stromerzeugung für Illumina City läuft in letzter Zeit jedenfalls irgendwie auf Sparflamme. Siehst du, mit welchen Hingabe mein Kapo sein Pufflee ist? Die Diät war wieder umsonst. Willkommen zum total zufälligen Term-Quiz. Gibst du die richtige Antwort, gebe ich dir einen Term. Bist du dabei? Los geht's, hier kommt die Frage. Vielen Dank, Siri. Das Ziel wird eins, dass es trägt. Itemsprung. Richtig, die kann er 100 Punkte unterschreiben. Wunderschönen Term. Itemsperre, yay. Yeah. Davon ist nur Akrobatik relevant. Der Rest ist eher so Lemo, Schmemo. Aber ich glaube, Akrobatik gibt sie einen immer als letztes. Oder es ist wirklich random, aber irgendwie. Was hat er gesagt? Findest du es nicht auch ganz toll, wenn man etwas mit einer berühmten Persönlichkeit gemeinsam hat? Wie Amara, habe ich stets einen Chef, aber. Wusstest du, dass die Schauspielerin Diante oft dieses Hotel kommt? Wäre das klasse, wenn ich ihm sage. Ja, Mann, oh Mann, ihr könnt aber auch labern, du. Oh, er wollte irgendwie nicht so Bock zum Reden, ey, bin ich ehrlich. Also, ich weiß nicht, warum ich das Spiel jetzt hier angeschmissen habe. Der glückliche Blick deines Vulnona verrät mir sofort, dass du ein sehr gutmütiger Trainer bist. Deshalb ist es auch so zutraulich. Hier, dafür bekommst du dieses Glücksei von mir. Noch mehr XP! Yay! Alter. Uff. Das ist. Amaros Level ist halt echt schlecht. Gibt es denn hier gar keine heiße Quelle? Eine heiße Quelle, neben dem Pokémon sind überall im Grunde übertrefflich, sage ich dir. Die ist aus der Höhenregion. Safe. Da ist sowas gang und gäbe. Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Ah, du bist aber selten, das Pokédex zu füllen, sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Ja, wahrscheinlich. Spieldirektor, als ob der hier drin ist. Okay. Ja, dann würde ich sagen, was ist hier? Ist das die Arena? Nee. Küstenstation. Die Magiebahn hält am Pokémon-Sendung beispielsweise. Ah. Okay, Moment. Hä? Die Stadt ist gezweiteilt. Ah, ja. Oder auch nicht. Naja. Oh! Ja, moin. Hallo, Adrena. Ich gratuliere dir. Wie ich sehe, hast du nur alles beisammelt, was man für die Mega-Entwicklung braucht. Ein Mega-Stein für dein Pokémon, ein Mega-Ring für dich, den Trainer und ein starkes Band zwischen euch beiden. Band? Das ist nur eine Theorie von mir, aber ich glaube, das Band zwischen Pokémon und Trainer ist es, was diese Mega-Entwicklung erst möglich macht. Aber was genau ist dieses besagte Band? Warum gibt es nur in Kalos Fälle von Mega-Entwicklung? Es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Vielleicht ist das ja so wie mit dem legendären Pokémon von Kalos. Der existiert schließlich auch nur hier in der Kalos-Region. Oh, aber ja doch, ein guter Einwand. Je mehr man weiß, desto mehr. Wieso hat er sich umgedreht? Desto mehr gibt es zu erforschen. Das wird einem nie langweilig. Oh, aber das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich bin gekommen, dir das hier zu geben. Fliegen! Ah nee, können wir aber noch nicht. Können wir erstmal mit den Arena-Level besiegt haben. Verdammt. Mit der feinen Fliegen kommst du im Nu zum Pokémon-Center von jeder Stadt, die du schon einmal besucht hast. Bis später, Arena. Auf ein baldiges Wiedersehen, Diante. Wenn ich Schauspielere, suche ich stets nach der Verbindung zwischen meiner Figur und mir selbst. Wenn ich mich darauf versteife, was die Figur von mir unterscheidet, bin ich sie schnell leid. Aber finde ich die Gemeinsamkeiten, kann ich mich wunderbar in diese Figur hineinversetzen. Aber genug davon. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bestreiten wir einen Pokémon-Kampf. Ja, safe, Champion. Selbst Schauspieler und Diante nimmt die Magnetbahn und Ball frei für die Magnetbahn. Yeah, hoffentlich ist sie pünktlicher als die deutsche Bahn. Yeah. Ich möchte unbedingt ins Pokémon Center. Chimknopf. Machtdampf. Okay. Die Magnetbahn fährt immer wieder vor und zurück. Das erinnert mich an ein Metronom. Okay. Danke für Random Item Nummer 2000. Sag, was magst du lieber? Pokémon oder die Magnetbahn? Pokémon? Auf Kurs? Wer mag denn Magnetbahn mehr als Pokémon?
schwierig, sowas. Schwierig. Ja, meine Güte. Ja, sorry, der Part war jetzt wohl doch nicht so spannend. Warum ist der Typ eigentlich hier und nicht im Hotel? Das ergibt keinen Sinn. Der ist doch immer im Hotel, außer hier. Ne? So, wir kaufen uns jetzt noch TMs. Oder auch nicht. Der hat Flottbälle, die glaube ich auch ganz nett sind. Und Timerbälle. Da haben wir genau 30.000. Sehr, sehr schnieke. Und hier gönnen wir uns auch noch Hyperbälle. Und noch Supertränke. Und Hypertränke. Alter, schon wieder genau 10.000. Ah, Hyperheiler. Hyperheiler sind wir. Ja, so. Und Superschutz. Genau. Schöne runde Zahlen, Leute. So mag ich das. Alter, das hatte ich auch noch nie. Also ich hatte legit noch nie so schöne runde Zahlen, jedes Mal beim Kaufen. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Part an hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Part geht's gegen den Rivalen, gegen den Arenaleiter. Und wir klappern nochmal alle Trainer ab, fangen uns vielleicht ein paar neue Pokémon. Und ja, wird spannend. Oh Gott. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, schönen Abend noch. Regie macht jetzt Ende oder wie schaut es jetzt hier aus? Du musst auf den. Ja, genau auf den. Klang.